Eigentlich ging es an diesem Tag ja um ihn und seinen 25. Geburtstag. Deswegen auch die Zugtaufe. Den neuen Seehass auf den Namen. Weniger spektakulär für Liebhaber historischer Züge, aber viel interessanter waren die Sonderfahrten zweier sehr unterschiedlicher Zuggarnituren. Hier die aus Konstanz kommende E94, auch deutsches Krokodil genannt. Eine Elektrolokomotive der Deutschen Reichsbahn, die ursprünglich für den Güterzugdienst konzipiert war. Sie zog eine Garnitur von Schnellzugwagen, den Classic Courier, einem privaten Sonderzug. Die restaurierten und stilvoll eingerichteten Waggons bieten den Fahrgästen ein unvergessliches Reiseerlebnis. Etwas spartanischer, für Eisenbahnfans nicht weniger reizvoll, war eine Fahrt mit der historischen Schienenbusgarnitur Roter Flitzer. Zum Seehaas-Jubiläum fuhr er mehrmals zwischen Konstanz und Engen hin und her. Manch einer nahm die Gelegenheit gerne wahr, um mal kurz von Singen nach Engen und zurück zu fahren. Einst wurden die Schienenbusse als die Retter der Nebenbahnen bezeichnet, da durch den kostengünstigen Betrieb Streckenstilllegungen verzögert oder verhindert werden sollten. 14:01 dann wieder nach Konstanz. Heute wird dieser Zug von einem Kornwestheimer Verein betrieben und für Sonderfahrten vermietet. Fahrtrichtungswechsel auf die nostalgische Art und Weise. Herzlich willkommen!